Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich weiß, es ist lange her, dass ich YouTube-Videos gemacht habe, aber ich wollte wieder damit anfangen. Und diesmal teste ich die Pat McGrath. Boah, ich habe so lange geübt, ich kann es noch mal nicht aussprechen. Pat McGrath Lidschattenpalette. Die kostet sage und schreibe 125 Euro. Ob mir das Geld wehtat? Ein bisschen. Ich hoffe, sie ist ihr Geld auch wirklich wert. Und zwar ist das die Mothership V Bronze Education, nee, Seducation Palette. Sorry, ich hab's nicht so mit den Namen. Die Verpackung, die ist auf jeden Fall mega hochwertig, aber Packaging ist meiner Meinung nach nicht alles. Letztendlich, klar, man bezahlt es mit und man lässt sich davon auch gerne blenden, aber schön ist es. So, ich öffne sie einmal. Einmal eine Liste mit den Farben. Die Palette ist auf jeden Fall sehr schwer. Und so sieht sie von innen aus. Die Farbe, finde ich, ist mega interessant. Aber generell halt hier diese drei Töne. Mega. Ich hoffe sehr, dass sie ihr Geld auch wirklich wert ist. Bitte enttäusch mich nicht. Also, ich starte mit dem Ton. Moment, ich muss mal nachschauen. Ich weiß nicht, was es wieder heißt, aber das steht ja da drin. Entrapement. Erstmal ziehe ich die Folie ab, die stört mich. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Eyeshadow Primer drauf. Okay, die Pigmentierung ist auf jeden Fall schon mal heftig. Okay, die lässt sich einfach anders gut verblenden. Das ist heftig. Also sie lässt sich echt richtig gut verblenden, obwohl die Pigmentierung so stark ist. Weiter geht's mit der Farbe Daiso Bedient. Daiso Bedient? Daiso Bedient? Ja, auf jeden Fall mit der Farbe hier. So, welche Farbe nehme ich denn jetzt als nächstes? Es fällt mir echt schwer, eine auszusuchen von diesen glitzernden Tönen. Ich swatch die erstmal so. So sehen die aus und ich finde, dieser Ton sieht einfach richtig, richtig gut aus. Also den werde ich auf jeden Fall jetzt benutzen für mein bewegliches Lid bzw. für hier vorne. Und ich denke, ich werde den goldenen für ganz vorne dann benutzen. So mache ich das. Ich muss das jetzt erstmal ein bisschen perfektionieren hier das. Und zwar ist das Lidschattenprimer. Ich mache das immer gerne, wenn mir zu viel von den dunklen Farben auf das bewegliche Lid gekommen ist, beziehungsweise ich da eine andere Farbe machen möchte, weil die Übergänge werden schön weich und das sieht dann nicht so, ja, ich weiß nicht, blöd aus. Okay, jetzt bin ich echt richtig gespannt. Ich komme mal etwas näher, damit ihr das auch sehen könnt. Okay, das ist richtig schön. Also die Farbe sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte eigentlich eine andere Farbe nehmen. Ich habe jetzt doch die hier genommen. Ja, so typisch ist. Ich schminke mich jetzt einmal komplett zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Und einmal fertig geschminkt. Mein Fazit zu der 125 Euro Palette. Also, sie ist hochwertig, sie hat ein hochwertiges Packaging. Und die Farben lassen sich richtig gut verblenden. Diese Farben finde ich auch mega interessant. Die sehen richtig gut aus. Es glitzert richtig schön auf den Augen. Und die Pigmentierung ist wow, wirklich. Jetzt kommt aber ein Aber. Wenn ich das so vergleiche mit anderen Paletten, zum Beispiel Natasha Denoir, würde ich jetzt sagen, finde ich, ist da jetzt nicht so ein großer Unterschied, wenn man bedenkt, dass eine Natasha-Palette halt auch nicht billig ist, aber trotzdem fast die Hälfte, also man würde zwei davon bekommen.
Wegen dem Packaging sehe ich jetzt keinen Mehrwert, das zu kaufen. Ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, die mir gekauft zu haben, aber mein Herz schlägt auch für Make-up. Ich habe da eine Sammelleidenschaft mit. Wenn man sich wirklich überlegt, die zu holen, holt sie euch nur, wenn euch alle Farben gefallen. Und wenn ihr wirklich dafür so viel Geld ausgeben möchtet. Ansonsten ist Natasha halt auch, wie gesagt, sehr teuer. Davon könnt ihr euch aber schon zwei Paletten holen und hättet die gleiche Qualität, meiner Meinung nach. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Macht doch gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich so darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal.